Servus und willkommen zurück. Heute gibt's aufgrund mehrerer Nachfragen Schwarz-Weiß-Filmentwicklung zu Hause. Was benötigen wir dafür? Einmal natürlich einen Entwickler, in meinem Fall hier der Spur Akku Roll N. Einmal einen Fixierer für Schwarz-Weiß-Film und ein Stoppbad, welches aber optional ist. Weiter natürlich eine Entwicklungsdose. Genauso brauchen wir einen Dunkelsack bzw. einen sogenannten Wechselsack, empfehle ich sehr zum Einspulen des Filmes. Weiter geht's mit einer kleinen Mensur zum genauen Abmessen der Chemikalien. Ein paar Messbecher, mehr dazu gleich. Ein Präzisionsthermometer und vielleicht, wer das will, eine Filmzange zum Abstreifen des Wassers. Natürlich, das Wichtigste nicht vergessen, den Film an sich. Und wer dann alle seine Utensilien zusammen hat, der kann mit der Entwicklung eigentlich auch schon so weit anfangen. Natürlich sind noch etliche Dinge zu beachten. Wir räumen hier wieder ab und bereiten uns erst einmal auf einen sehr wichtigen Teil vor, und zwar das Einspulen des Filmes in die Entwicklungsspule. Ja, bevor wir anfangen, packen wir alles in den Dunkelsack. Die haben hier immer zwei Reißverschlüsse, und zwar ist es eine Sicherung, dass ja kein Licht einfallen kann. Wir packen alles hinein, Film, Entwicklungsdose, die Einzelteile, Spulen, und dann machen wir den ersten lichtdichten Reißverschluss zu und den zweiten auch gleich noch. Weiter geht's im Dunkelsack, jetzt unter völliger Lichtabschottung. Ich nehme immer zum Einspulen die Achse und schiebe die vorher in die Spirale. Das gibt dir ein bisschen eine Festigkeit und es kann weniger was verkanten. Hier oben die beiden Mulden zum Einschieben des Filmes. Dann nehmen wir schon unseren Film, und bei Rollfilm, den zeige ich hier extra, roll ich immer das Ende so lange ab, bis der Film rauskommt, und dann nehme ich den Film und mach eine zweite Rolle draus. Und wenn man dann das Papier wieder mit aufrollt bzw. den Film abrollt, dann separiert sich das Ganze und es fällt dann hinten der Film einfach raus. Der ist meistens noch mit so einem kleinen Klebestreifen befestigt, geht aber gut wegzumachen. So, und dann kann es schon ans Einspulen des Filmes gehen. Geht bei Mittelformat wirklich gut. Ich nehme immer den Anfang, da kann man drauf fassen, da ist sowieso keine Bildinformation drauf. Zieh den ein Stückchen rein und schieb den dann einfach hinten hier mit der Breite komplett in die Entwicklungsspule, bis es dann irgendwann mal hakt. Meistens geht es nicht ganz, und behelf mir dann diesem Trick. An der Seite mit der einen Fingerkuppe immer festhalten und mit der anderen einfach weiter schieben. Hier hinten immer aufpassen, dass er gut geführt ist in diesen Einführmulden. Und da drehen wir dann so lange, bis der Film komplett aufgespult ist. Und das war's dann auch schon mit dem Einspulvorgang. Zum Ansetzen der Chemikalien nehme ich immer einen Messbecher, noch einen Messbecher und natürlich Wasser, viel Wasser. Ich behelfe mir immer destilliertem Wasser, damit ich, egal welchen Härtegrad das Wasser hat, immer reproduzierbare Ergebnisse habe. Bei den Entwicklern sind immer Datenblätter dabei, und auf diesem Datenblatt suchen wir uns jetzt unseren Film raus, in diesem Fall der Tri-X 400. Wir haben ISO 400, 20 Grad Entwicklungstemperatur, und da nehmen die 1 plus 35, das heißt 36 Teile, die wir hier jetzt in unserem Fall in die Entwicklungsdose 500 ml, ich runde etwas auf, brauchen wir, aufteilen müssen. Das heißt, wir nehmen die 500 ml und teilen diese dann geteilt durch 36 Teile. Wir haben 1 plus 35, ergibt dann eine Entwicklerflüssigkeit von 13,88 ml. Da rundet man natürlich auch wieder ein bisschen auf. Ganz so genau muss es ja nicht sein. Ich kippe dann mein Entwicklerkonzentrat in die kleine Mensur, ca. 14 ml. Ich bin da schon immer relativ genau, so genau wie es halt geht. Achtung, immer den Kapillareffekt mitrechnen. Es zieht dir hier in diesen kleinen Mensuren die Flüssigkeit etwas nach oben am Rand. Das Ganze kippt man dann in unser Gefäß hinein und obendrauf schüttet man dann bis auf die 500 ml einfach das Wasser drauf. Ich befülle hier nochmal mit Wasser die kleine Mensur ein zweites Mal, dann hat man den Rest der Entwicklerflüssigkeit auch noch raus und kann hier dann auffüllen, bis unsere 500 ml, das Sollmaß, erreicht ist. Gleiches machen wir mit dem Stoppbad. Hier 1 plus 19, das heißt, wir haben
20 Teile, durch die wir diese 500 Milliliter teilen müssen. Und auch wieder hier das Gleiche. Einfach das Konzentrat einfüllen, auffüllen bis auf 500 Milliliter und schon haben wir unser Stoppbad angerührt. Natürlich auch hier der Fixierer mit 1 plus 4, 5 Teile. Da ist es ganz einfach, einfach 100 Milliliter von dem Fixierer einfüllen und dann wieder das destillierte Wasser drauf. Alles bei Raumtemperatur hier und schon sind wir eigentlich mit dem Ansetzen der Chemikalien fertig. Um das Ganze chemisch dann noch wirklich gut zu vermischen, gehe ich nochmal her und rühre alle drei Flüssigkeiten, natürlich mit unterschiedlichen Stäben, nochmal kräftig durch und schon sind alle Ansätze perfekt. Ja, für die Entwicklung an sich brauchst du natürlich deine Entwicklungszeit, die steht im Datenblatt von vorher. Wir haben hier bei 20 Grad Raumtemperatur eine Entwicklungszeit von 15 Minuten, die ab dem Moment des ersten Kontaktes des Filmes mit der Entwicklerflüssigkeit gilt. Und diese Zeit gilt auch schon zur ersten Kippzeit mit dazu. Das heißt, ab dem Einfüllzeitpunkt 30 Sekunden durchgehend kippen, normal kippen, also jetzt nicht irgendwie hastig, so aus dem Handgelenk heraus, immer schön auf den Kopf stellen, 180 Grad und wieder zurück. Wenn die 30 Sekunden dann vorbei sind, wieder zurückstellen auf den Boden und einmal vielleicht etwas kräftig aufstoßen, damit eventuelle Luftblasen in der Spirale weggehen. Alle 2 Minuten müssen wir hier bei mir 2-mal kippen. Dieser Kipprhythmus setzt sich so lange fort, bis die Entwicklungszeit zu Ende ist und ich klopfe jedes Mal wieder ein bisschen drauf, dass wirklich keine Luftblasen entstehen können. Da sich die Filmemulsion ja jetzt mit dem Entwickler vollgesaugt hat, reagiert dieser ja immer noch weiter, selbst wenn wir jetzt auskippen. Deswegen machen wir den Deckel schon vor Ablauf der Zeit ab und kippen dann ca. 15 Sekunden, bevor die eigentliche Entwicklungszeit abläuft, den Entwickler aus und lassen den richtig schön abtropfen. Genau in dem Moment, wenn dann die eigentliche Zeit abgelaufen ist, kippst du das Stoppbad ein. Das unterbricht uns dann genau im richtigen Moment die Entwicklung und alles geht so, wie es vorgeschrieben ist. Mit dem Stoppbad ist das so eine Sache. Das ist eine Philosophiegeschichte. Es gibt Leute wie mich, die machen das mit dem Stoppbad. Es gibt aber andere, die machen es durch direktes Einkippen des Fixierers, der ja sauer ist und dann die alkalische Reaktion des Entwicklers auch sofort unterbricht. Es gibt andere wieder, die machen eine Zwischenspülung mit Wasser. Ich denke mal, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden, denn ich glaube, dass es hier wieder, wie in vielen philosophischen Fällen, weder richtig noch falsch gibt. Einen kleinen Vorteil hat man natürlich, man trägt nicht zu viel Entwicklerflüssigkeit in das mehrfach verwendbare Fixierbad ein, welches einem dadurch dann länger halten bleibt. Ja, nach ca. 30 Sekunden Kippzeit im Stoppbad kippen wir das Ganze dann wieder in ein Gefäß zurück. Kann man öfter verwenden. Hier das Ilford-Stoppbad zum Beispiel ist, wenn es gut ist, gelb und springt dann, wenn es gesättigt ist, mit Entwicklerflüssigkeit in eine lila Farbkonsistenz, zeigt einem dann an, Achtung, jetzt muss es weg. Ja, analog dazu, der letzte Arbeitsschritt, wir schütten in unsere Entwicklungsdose den Fixierer rein, hier auch der Ilford Rapid Fix. Hier ist das Kippen jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Ich mache es trotzdem, um eine Konsistenz drin zu haben. Mache die Dose zu, kippe am Anfang die ersten 30 Sekunden und halte mich dann circa an den Entwicklungs- und Kipprhythmus des Filmes vorher. Wenn das dann fertig ist, kippt man auch hier wieder den mehrfach verwendbaren, wie vorher schon erwähnten, Fixierer raus. Der Fixierer, den kann man jetzt so direkt farblich nicht beurteilen. Es gibt aber den sogenannten Klärtest. Ich gehe in einem anderen Video genauer darauf ein, was der Klärtest ist. Die Entwicklung ist somit abgeschlossen. Die in meinen Augen beste und sparsamste Methode des Wässerns ist die Methode nach Ilford. Wir kommen mit ca. 1,25 Litern aus. Wir füllen ein, ca. 2 Drittel
der Entwicklungsdose mit Leitungswasser. Wir nehmen hier kein destilliertes Wasser, ganz wichtig, sondern Leitungswasser. Und dann kippen wir 5-mal ganz extrem. Diesen ersten Waschgang schütten wir raus, füllen noch einmal ca. 2/3 der Entwicklungsdose mit frischem Leitungswasser voll, kippen jetzt doppelt so oft, und zwar 10-mal. Kippen dann das auch wieder raus aus der Entwicklungsdose. Nächster Durchgang, wieder 2/3 füllen. Jetzt kippen wir nochmal doppelt so lang, 20-mal. Nach den 20-mal kippen wieder raus. Jetzt geben wir noch ein paar Tropfen einer Wässerungshilfe für besseren Ablauf und Trocknung dazu, nochmal gleiche Menge Wasser einfüllen, 5 bis 10 Mal weiter kippen, und das war's schon. Wir haben unseren Film mit ganz wenig Wasser, ohne teure Kaskade, archivfest gewässert, und jetzt geht's ans Beste, an die Trocknung, das Aufhängen und das erste Begutachten unserer Negative. Ich mache das in meinem Waschbecken, dann hat man keine großartige Sauerei. Einmal die Spule raus. Achtung, jetzt ist alles sehr empfindlich, wenn der Film und die Emulsion noch feucht ist. Aufdrehen und irgendwo am Ende hinten, wo keine Bildinformation drauf ist, rausnehmen. Aufhängen, ich habe hier so spezielle Klammern, die schwarze kommt oben hin, klemmt den Film fest. Die graue hat ein Gegengewicht, dass der Streifen richtig schön in die Länge gezogen wird und sich nicht aufrollen kann. Überschüssiges Wasser kann jetzt mit der Filmtrocknungszange noch abgeschoben werden. Jetzt kannst du deine Negative zurechtschneiden. Beim Mittelformat nehme ich immer wegen meines Scanners 3er-Packs mit der ganz normalen handelsüblichen Schere. Kleinbild schneide ich mit einem Diaschneider. Am besten in irgendwelche archivsicheren Hüllen einschieben und dann auf der Glasplatte an den selbstentwickelnden Negativen freuen. Ja, in diesem Sinne kann ich dir jetzt nur viel Spaß wünschen bei der Entwicklung deiner Schwarz-Weiß-Filme zu Hause. Verbleibe mit den besten Grüßen, dein Flo. Servus.